ime Kulturnog društva Kragujevački, želimo da pozdravimo sve prisutne goste, a posebno naše goste večeras, Kulturničko društvo Semirija i Majerica, koji nam dolaze iz Bresbauma, je li tako? Čest u mea, vjerujte, ja sam jednom imao kod vlasti, da dođu, makni smo pješću ponovno. Zaista ovu su dobro i jedino i... Ma sve. Šeliko, pizza, da, Sergio, pizzerija mislim. Gdje je želja? Znači firmi Fleck Silvia, Hopi Kat. To ste vi, ja? Dobro. E sad imamo i ovu gospodu. U pitanju je Johan Šurcu. Šurc, pardon, oprostite. Johan Šurc iz FPO Austrije. Idemo dalje, sljedeći sponsor je Silvija Kneck, Višak Dama, Rev. Sljedeća osoba koja je večeras dala svoj udio u sponsorisanju ove večeri je Sigrid Celtna, Arbajta Kama. A posebno se zahvaljujemo našem glavnom sponsoru, Toniju, Café del Capo u Matesburgu. E, sad je došlo vrijeme da najavim učesnike večerašnjih programa. Dragi gosti, ja bih zamolio za jedan aplauz za domaćina koji će se predstaviti večeras. Kulturničko društvo Kragujevački, mala grupa Vrapčići. I Majerica. Oni će se predstaviti sa koreografijom igre iz okoline Beograda. Može još jednom aplauz.
ali ovaj put sa svojom koreografijom. Znači, jedan aplauz za kulturničko društvo Kragujevački. A koreografija je igre iz Šumadije. Izvolite. Thank you.
Und wieder einmal veranstaltete Club Kragujevački seine berühmte Fest. Und da freue ich jedes Mal, kommen auch welche Gäste. Dieses Mal ist Club Semperia in Majevica. Und neben mir ist der Obmann von dem Club Svjetinović, Tiko. Da die Obmann nicht gut Deutsch kann, werde ich mit ihm auf Kroatisch reden und ihnen übersetzen. Und meine erste Frage ist wie immer, erste Mal im Burgenland, erste Mal bei dem Club Kragujevački, ob das alles gefällt. Wie ist der prvi put ovdje kod kluba Kragujevačka? Kako vam se dosta sviđa? Pa nama je bilo super. Lijepo smo se proveli i lijepo ćemo da se provodimo. Pošto ćemo još malo da ostanimo, ovdje je baš super kod vas. Prvi put smo na poziv vašeg predsjednika. Ne bojiš se. I želimo da stvorimo neko prijateljstvo između dva naša kluba, da bi se naša djeca u budućnosti družila i da se družimo jednostavno. I... Also da obmana, to je cijel da sa jeste mali sa i to pa je klub Kragujevački i sa ganz sehr zufrieden und hofft, da sa werde weitere Freundschaft verstärkte und die Kinder werden mehr Freundschaft finden. Co se tiče, onda se nadamo da ćete opet doći kad bude idući put proslava. Ja natürlich, wir kommen wieder, das ist kein Problem. Also, wie ich schon gesagt habe, uns hat es hier gefallen. Und wir veranstalten auch am 6. Dezember. Bei uns im Pressbau haben wir auch eine Veranstaltung. Da werden auch viele Vereine kommen. Und wir hoffen und wir werden uns auch darüber freuen, wenn Klub Kragujevački auch bei uns auftreten wird. Tadi jetzt auch mal ein bisschen Deutsch redet, wird man weiter in Deutsch sprechen, dass die ganze Republik wissen. Wie lange gibt es euch? Naja, wir sind ziemlich ein neues Club. Es gibt uns schon 3 Jahre, also schon erst 3 Jahre, sage ich mal so. Wir sind erst am Anfang, wir haben noch, also keiner von uns hat keine Erfahrung mit irgendwelchen Vereinen. Wir sind also ganz neu in dem. Ich würde es nicht so ausdrücken, Geschäft, aber in diesem Bereich. Also sozusagen, ihr seid ja jetzt frisch, 3 Jahre ist ja nicht lange Zeit und noch nicht so viele Erfahrungen wie zum Beispiel Puma hat jetzt. Genau, wir sind ganz frisch, ganz frisch. Aber das ist kein Problem, der Tanz war wunderschön, werden wir im Mess sowieso senden. Ja, das waren nur Kinder, wir haben noch eine ältere Gruppe, wir sind... Die ältere Gruppe konnte leider nicht auftreten. Die meisten sind jetzt ausgereist, sind in Ausland. Aber das war die kleine Gruppe, also die Kinder. Und ja, wie dann, Sie schon gesehen haben, es geht. Dann hoffen wir nächstes Mal, dass die größere Gruppe auch dabei ist. Ja, ich hoffe es auch. Dann sage ich danke für das Interview, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und sehen wir Sie wieder im Burgenland. Natürlich, danke. Das Fest ist in volle Gange. Neben mir haben wir entdeckt Puma, der Obmann und Präsident von dem Club Kragujevački. Wie bist du bis jetzt zufrieden mit der Veranstaltung? Na, bis jetzt super, bis Friede war es. Ein tolles Publikum da, junge Leute. Das ist ein Ziel für die junge Leute. Erste junge Ziel, da kommen so viele junge und ich bin zufrieden bis jetzt. Heute haben wir nur eine Gruppe gehabt. War das die böse Absicht oder haben die anderen nicht gekommen? Nein, ich habe heute probiert mit den neuen Clubs Semperia, wie wir ein bisschen mehr Kontakten, mehr reden, weil das waren zu viele Clubs, also da kann man nicht so viel reden, aber jetzt wird man. So mag man der zwei Club, Kragujevački und Semperia, ein bisschen mehr Kontakt machen. Das erste Mal ist Semperia bei uns. Ja, der Obmann von dem Club Semperia hat mir gesagt, er freut sich auf so eine Veranstaltung, er freut sich auf die Freundschaftsvertiefung und dass die Kinder noch mehr Freunde finden. Wie finden Sie da? Toll, wirklich, toll, super von Präsidenten. Danke für so Komplimente. Aber wir fahren, ich glaube, 6. Dezember, fahren wir durch zu Semperia, gehen wir Gast. Und wann planst du nächste Veranstaltung? Ja, nächste Jahr, ich weiß nicht, wir haben so viel jetzt auswärts. Wir haben jetzt 1. November Solenau, 1. November, Entschuldigung, Solenau, 29. November Wien, Club Bambi, 6. Dezember Semperia
Und ich glaube, noch ist offen, 15. Dezember in Wiener Neustadt noch was. Und wann kommt der Burgenland? Burgenland, ich glaube, kommt nächstes Jahr. Das Jahr haben wir so viel auswärts. Oh gut, dann sehen wir Sie nächstes Jahr. Danke. Danke. Znači, broj je 78, 078.
Machen wir ein paar Fotos so zusammen. Jetzt mit der Obmann von dem Club Kragujevacki und Obmann von dem Club Semberia gesprochen. Die wollen die Freundschaft weiterschließen und beste. Aber ich habe jetzt die Kinder von dem Club Kragujevacki und die Kinder von dem Club Semberia. Willkommen im Burgenland, das muss ich als Erste sagen zu euch. Jetzt seid ihr da. Sag mir, wie hat die Tour gefallen? Veranstaltung, wie hat die Bühne, Tanz? Erzähl mir mal. Sehr schön, das hat mir schön gefallen. Ja. Hast du schon Freunde da gefunden? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Was ist mit euch Burgenländer? Die haben noch keine Freunde gefunden? Bist du die befreundet? Wir sind egal. Befreundet. Na, mit dem anderen Club? Ja. Ja. Wie heißt du eigentlich? Natascha. Bist du das erste Mal im Burgenland? Ja. Aber hoffentlich nicht das erste Mal. Und wie hat dir gefallen da? Gut. Es war cool. Es war cool. Hast du auch getanzt? Ja. Ja? Ja. Und gut getanzt oder fehlerhaft? Ich weiß es nicht. Ja. Wie heißt du? Sophia. Sophia. Und wie heißt du? Katharina. Katharina. Und wie hat dir gefallen, du? Gut. Gut. Kommst du wieder, du? Weiß ich nicht. Hast du schon Freunde gefunden? Nein. Auch nicht. Hast du Freunde gefunden? Ja. Wer? Wem hast du gefunden? Hast du vergessen Name? Macht nichts. Hast du mir alles Freund, okay? Wie heißt du? Dushan. Wie? Dushan. Okay, ich bin Silvia. Sagen wir mir zwei Freunde? Hand drauf. Okay. Na, einer hat schon. Super. So, Burgenländer. Ich nicht reden. Du? Ich nicht reden. Dann gib mir andere Kind. Wie hat euch Semberia Tanz gefallen? Gut. Sehr gut. Sehr gut, ja. Gut. Ja, war gut. Glaubst du, haben die besser getanzt als ihr? Ja. Ja. Ein bisschen. Na bitte, das ist schon was. Ja. Das ist noch nicht. So, jetzt sag's noch einmal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist so ein Unterschied. Wie heißt du? Lara. Und wieso weißt du das nicht? Da weiß ich auch nicht. Hast du die Tanz geschaut? Ja. Und? Es war gut. Es war gut. Aber wir haben sehr gut getanzt. Na bitte. Was sagt ihr? Burgenländer sagen, ihr habt ja gut getanzt. Sie haben auch gut getanzt. Ja. Also ihr habt ja auch gut getanzt. Also gleich stark. Gleichstand. Ja. Sollen wir vielleicht wieder auf die Bühne gehen und tanzen? Nein. Nein. Gut. Dann hätte ich gesagt, wir gehen weiter feiern. Ja. Auf Wiedersehen.